Hey Leute, willkommen zu unserem Wochenrückblick. In den nächsten Minuten präsentiere ich euch die spannendsten politischen Themen, die diese Woche für Schlagzeilen gesorgt haben. Es wird aufregend, also bleibt dran, es gibt viel zu besprechen. Neubauer fordert mehr Klimaschutz im Wahlkampf. Nach dem Weltklimagipfel in Baku ruft Luisa Neubauer die deutsche Politik zum entschlossenen Handeln auf. Im Interview betont sie, dass Klimaschutz kein Nischenthema bleiben darf. Stattdessen fordert sie von allen Parteien konkrete Pläne zur Reduktion von Emissionen und zum Schutz vor Klimakatastrophen. Ihr Appell: Nur mit echten Maßnahmen bleibt eine stabile Gesellschaft und Wirtschaft möglich. Die Lebenshilfe würdigt Bobby Bredlow als Vorbild für Inklusion. Der Schauspieler Bobby Bredlow, bekannt aus Liebe und weiter Katastrophen, wird posthum für seine Rolle in der Inklusion für Menschen mit Behinderung gewürdigt. Bredlow, der 1999 den Bobby-Preis erhielt, starb am 22. November im Alter von 63 Jahren. Er bleibt ein Vorbild für die Anerkennung von Menschen mit Behinderung. Das Bundesverfassungsgericht kippt Zwangsbehandlung. Was heißt das für die Medizin? Ein richtungsweisendes Urteil. Das Bundesverfassungsgericht erklärt ärztliche Zwangsbehandlung in vielen Fällen für verfassungswidrig. Verfassungswidrig ist, dass Zwangsbehandlungen bisher nur in Krankenhäusern möglich waren. Zukünftig sollen diese auch im häuslichen Umfeld möglich sein. Für Betroffene große Erleichterung. Denn Behandlungen im Krankenhaus stellen für diese oft eine zusätzliche Belastung dar. Ramelow erwägt eigene Kandidatur gegen AfD-Mehrheit. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, die Linke, schließt nicht aus, dass die Linke bei der Ministerpräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten aufstellt, um eine destruktive Mehrheit durch die AfD zu verhindern. Ramelow betonte, die Linke sei keine Reservetaschen-Tolerierungspartner, sondern eine demokratische Opposition. Die Inflationsrate in Deutschland ist im November auf 2,2% gestiegen. Besonders auffällig sind die Preissteigerungen bei Lebensmitteln, während die Energiepreise weiter sinken. Im Vergleich zum Oktober sinken die Verbraucherpreise jedoch um 0,2%. Die Kerninflation liegt bei 3%. Angesichts der anhaltend hohen Lebensmittelpreise und der rückläufigen Energiepreise stellt sich die Frage, wie sich die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die deutschen Haushalte und die Zukunft der Wirtschaft auswirken werden. Wird sich die Inflation weiter stabilisieren oder erleben wir neue Preisanstiege? 15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention. Zeit für eine Bilanz. In NRW leben mittlerweile 1,94 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung, was die Notwendigkeit für Inklusion unterstreicht. Trotz gesetzlicher Verpflichtung fehlt es an echter Barrierefreiheit in vielen Bereichen wie Bildung, Arbeit und öffentlichen Infrastrukturen. Der VDK fordert ein Umdenken bei der Stadtplanung, barrierefreie Wohnungen und eine konsequente Umsetzung der UN-Konvention, um Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am Leben teilhaben zu lassen. FDP-Generalsekretär Bijan Dersari ist zurückgetreten. Nach der Veröffentlichung eines internen D-Day-Dokuments und kritischen Rückfragen zum möglichen Bruch der Ampelkoalition tritt Bijan Dersari als Generalsekretär der FDP zurück. Die Veröffentlichung und die damit verbundene Wortwahl, die die Koalition gefährdet, wurden als problematisch angesehen. Dersari übernimmt Verantwortung und möchte das Vertrauen in der Partei wiederherstellen. Oh, uns erreicht gerade eben eine Eilmeldung. Der Nachfolger von Bijan Dersari ist gefunden. Der ehemalige Justizminister Marco Buschmann wird neuer Generalsekretär der FDP. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck räumt Fehler beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz ein. Er hatte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung zugegeben, dass er anfangs zu sehr an die Gebäude und zu wenig an die Menschen gedacht habe. Selbst seine Sozialkomponente ist anfangs bei den Koalitionspartnern nicht gut angekommen und konnte erst im Parlament verwirklicht werden. Habeck betonte, aus dem Fehler gelernt zu haben und will die sozialpolitische Seite zukünftig mehr in den Vordergrund stellen. Angefangen mit günstigem Strom. Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Die Initiative Einmischen, Mitmischen setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung aktiv am gesellschaftlichen Prozess teilhaben können. Eine neue Fortbildung, die bis 2025 entwickelt wird, soll ihnen helfen, ihre Lebensqualität selbst zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Bundestagswahl 2025. Was wollen die Menschen wirklich? Die aktuellen Umfragen zeigen, dass die Union nach wie vor die stärkste Partei ist. Doch konkrete Lösungen für die drängendsten Themen wie Familienpolitik und Fachkräftemangel fehlen bisher weitgehend. Die SPD setzt auf soziale Sicherheit und möchte sich als Verfechterin der sozialen Gerechtigkeit positionieren, hat aber mit ihren Kanzlerkandidaten zu kämpfen.
Die Grünen befinden sich in einem Umdenkprozess, um ihr Profil zu schärfen, während die AfD mit polarisierenden und kontroversen Themen versucht, Wähler zu mobilisieren. Die politische Landschaft bleibt also weiterhin in Bewegung und es stellt sich die Frage, welche Partei in der Lage sein wird, die drängendsten Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Was denkt ihr über diese Themen? Welche politischen Entscheidungen sind für euch besonders wichtig? Kommentiert unten, lasst uns eure Meinung wissen und bleibt dran, damit wir euch nächste Woche wieder mit den heißesten Themen auf euch zukommen können.